Guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag uns an Inspiration mitbringt. Gerade wollte ich sagen, wenn ich nicht gestorben bin, dann mische ich noch morgen, aber es hat dann geklappt. Hier kommt der Storch und der bringt uns natürlich Veränderungen, andere Wege, neue Möglichkeiten. Guckt mal, und es geht hier nur um uns. Es geht ja beim Kartenlegen oftmals um die anderen, die Familie, die Freunde, die Arbeit, die Themen an sich. Aber hier gibt es Veränderungen, die hat sich umgedreht. Da geht es nur um uns, da kommt etwas in Bewegung. Möglicherweise kriegen wir hier auch eine Nachricht, die uns eine gute Veränderung mitbringt in irgendeinem Bereich. Und es nimmt tatsächlich auch etwas Fahrt auf. Es kann ja sehr plötzlich sein. Es kann ja auch sein, dass wir vor irgendetwas gewarnt werden. Am Ende aber haben wir hier auch den Erfolg in irgendeiner Sache, die Ernte, die wir einfahren. Hier in diesem Fall ist es relativ gut, denn hier zeigt sich ein Gefühl, das sich verabschiedet oder in die Veränderung geht. Dieses Gefühl, ich mag jetzt das Wort nicht sagen, ich suche ein anderes Wort. Da fühlt sich etwas giftig an, ja? Da fühlt sich etwas nach einem Stachel an, dieser Stachel bohrt in dir. Das kann ja schon aus Kindertagen sein, aber vielleicht auch etwas, was endlich in die Erlösung will, was neu erlebt werden will. Möglicherweise hat es sehr viel mit Selbstwertthemen zu tun, mit deiner Wertigkeit, mit deiner Verletzbarkeit auch auf deine Person bezogen. Und das kann auch zunächst mal nochmal stechen, aber am Ende kommt es dann zu etwas, was dich hier in ein neues Vertrauen auch in dich selber bringt. Und ich glaube, das ist hier auch so ein bisschen eine Info an uns, dass wir selbst das verändern können. Manchmal warten wir ja drauf, bis sich Dinge verändern und warten, aber am Ende sind wir diejenigen, die die Bewegungen vornehmen. Es kann ja auch sein, dass es aus verstrickten Situationen rausgeht, die mit Geld zu tun haben, mit dem Thema versorgt sein. Verlust, eine plötzliche Erkenntnis, die hier auch irgendwie dahinter steckt, möglicherweise auch ein größeres Mutterthema, Ängste im Bereich, ich nenne es mal so, Ängste vor Verlusten, ja. Hier sagen uns die Einhörner noch, mach mal nur das Nötigste. Es gibt zu viel zu tun, es gibt zu viel, wo man rummacht, wo man Baustellen hat oder wo man immer das Leben noch mehr aufwerten will. Aber im Prinzip liegt die Lösung in der Einfachheit. Und da könnte man hier vielleicht auch sagen, Qualität statt Quantität, ne? Der Mehrwert liegt nicht in viel, sondern der Mehrwert liegt in der Einfachheit, in der Qualität von irgendetwas. So, was kriegen wir noch? Hier kann sich etwas auszahlen für uns, auf das wir längere Zeit gewartet haben. Ich glaube, dass es tatsächlich auch dieser Punkt der Erkenntnis ist, wo man weiß,
Mann, was wartet man hier eigentlich rum? Man kann sich auch selbst bewegen, man kann auch selbst was in Angriff nehmen. Man muss nicht immer darauf warten, dass irgendwas geschieht. Und hier hat etwas auch schon zu lange gedauert, ne? Man erkennt, dass man vielleicht in einem Bereich sehr viel Geduld hatte. Die wird auch irgendwie belohnt. Aber es geht hier darum, auch für die eigenen Dinge einzustehen, loszumarschieren, zu tun, zu agieren, zu kommunizieren. Und hier geht etwas und hier kommt etwas. Mit der Sense werden wir sowieso immer von irgendwas abgeschnitten. Hier in diesem Fall ist es von einer unguten Situation, von einem unguten Gefühl und auch von vielleicht einem Gefühl zu uns selber, wo wir denken, wir sind es nicht wert, wir haben zu viel Mäkel. Und hier geht es tatsächlich darum, dass man bald sehen wird, dass positive Veränderungen kommen. Also etwas hat länger gedauert, du hast vielleicht auch diese Position genutzt, in der du einfach mal ausharrst und jetzt kommt hier Bewegung in die Sache und du kriegst wieder die Fähigkeit auch mit, dich zu bewegen, nicht in einer Starre zu hängen. Und auch wenn dieses mit einem Schnitt verbunden ist oder etwas, was weggeht, haben wir hier trotzdem, dass etwas Gutes daraus entsteht. Das nehmen wir hier unten noch mit, die Vorstellung. Also hier geht es schon auch darum zu visualisieren, wie man sich denn fühlen würde, wenn sich Wünsche erfüllen, wenn das, was man lange ersehnt hat, eintrifft. Und genau dieses, da begrenzt sich der Verstand immer wieder auch, oder wir begrenzen den Verstand. Möglicherweise hat man auch die Vorstellung, etwas zu verlieren und diesen Verlust dann eben ausbaden zu müssen in einem unguten Gefühl, aber das sehe ich hier eher nicht. So. Möglicherweise betrifft es hier für einige auch die Finanzen. Es geht raus aus Verstrickungen. Es geht an das Thema Verlust. Wie gehe ich mit finanziellen Verlustgedanken um? Wie würde das aussehen, wenn ich diese Gedanken nicht mehr nähere? Und dazu ist eigentlich nicht viel nötig, ne? Es geht um Minimalismus auch irgendwo, dass man nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr an Bord holt, sondern dass man etwas weglässt und dem eine andere Qualität gibt. Wir haben die Schnepfe. So, Veränderungen kündigt sich an. Guck mal, wir gucken hier in die Veränderungen rein, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es könnten jetzt einschneidende Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Hier hast du mit der Sense einschneidende Veränderung auch, ne? Was aber nicht bedeutet, dass dir etwas genommen wird. Es wird etwas ausgetauscht und du hast wieder diesen Lernfaktor dazu mehr. Wunderbar, wir lassen es mal so stehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.